Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Video von mir für euch. Heute mit einer Edelstahlspüle im Low-Price-Segment. Es muss nicht immer die super teure sein, natürlich nicht. Denn es gibt auch günstige Spülen auf dem Markt und hier liegt mir nun die von Fontec vor. Es ist eine Edelstahlspüle mit einem Becken, 76 x 43,5 cm. Es ist eine Aufbauspüle. Es ist ein Spülbecken, eine Spüle, eine Küchenspüle in einem rechteckigen Format. Diese passt demzufolge in den Ausschnitt unserer Arbeitsplatte hinein. Den Ausschnitt müssen wir natürlich individuell selber anfertigen. Und wir müssen schauen, dass darunter auch ein Spülenunterschrank sein sollte. Das Material ist Edelstahl Platinum Slim 1. Die Maße sind 76 zu 43,5 cm, die Höhe liegt bei 11,5. Mit komplett Siphonset. Das heißt, wir haben hier auch eine Ablaufgarnitur dabei. Und Spülmaschinenanschluss. Nicht schlecht. Und das für unter 50 Euro, finde ich, uiuiui. Da müssen wir mal gucken, wie aber natürlich wird ein wenig die Qualität dort abgespeckt sein. Das muss euch klar sein. Okay, aber ansonsten, wenn sie funktioniert, und das seht ihr ja, wenn sie jetzt montiert ist, wie man das macht, etc., dann funktioniert das auch alles chillig. Wir haben Montagehaken dabei und das Dichtband und Harnlochstopfen. Warum? Weil an dieser Spüle es so ist, dass beide Löcher, sprich, wo dann unsere Mischbatterie Platz finden wird, nämlich schon ausgestattet sind. Das ist nämlich auch immer etwas, vor allem bei Silgranitspülen etc. ist es so, aber auch bei vielen Blechstühlen, spülen das der Hersteller, die noch nicht vormacht, sondern nur von der anderen Seite von unten vorreißt und wir sie selber durchbohren müssen. Wenn man dann natürlich diese Bohrer zu Hause hat, alles cool, kriegt ihr hin. Wenn ihr das nicht habt, dann, oder eine Stanze ist das, beim Edelstahl wäre es eine Stanze, bei Silgranitspülen ist es dann ein Bohrer, der sehr breit bohrt. Und deshalb ist es hier in diesem Low-Price-Segment, finde ich, sehr sinnvoll, dass die da schon, ich denke mal, sie haben da mitgedacht, weil wer ein Low-Price-Spülbecken sich holt, wird nicht dann das super Equipment zu Hause haben, um sich dann diese Löcher zu stanzen. Und es ist immer gefährlich, das auch ohne diese Stanze zu machen, weil das Blech, was hier verbaut ist, aber das gilt bei jeder Spüle, da schneidet man sich schnell dran, ne? Und vor allen Dingen kommt er da auch hinterher, dass wenn man nicht viel Erfahrung damit hat, sprich dann mit der Stichsäge oder mit einer Säge etc. dort hantiert, dass man das dann eventuell ausreißt. Dazu kommt es zu Reklamationen. Deshalb wird der Hersteller wohl gedacht haben, lass uns schon mal die Löcher reinmachen. Dafür gibt es nämlich dann zwei Löcher und für ein Loch ist dann halt dieses besagte Stopfelinchen dabei, um das dann wieder abstopfen zu können. Spülen und Spülbecken für die Küche von Keton. Es gehört zu einer Küche wie der Topf zum Herd und die Lebensmittel zum Kühlschrank. Die Spüle dient nicht nur zum Spülen des schmutzigen Geschirrs, hier waschen zum Beispiel und wir auch Gemüse und Salat zapfen, frisches Wasser zum Kochen, das natürlich dann durch die Mischbatterie, die muss man extra kaufen, eine Mischbatterie ist nicht dabei, okay. Wir zapfen uns also auch Wasser zum Kochen für Nudeln und Suppe oder wir wollen uns einfach mal die Hände waschen. Alles geht hier über die Spüle in unserer Küche. Denn Hygiene wird in der Küche natürlich groß geschrieben. Das passende Spülbecken aussuchen und da haben wir hier ein sehr günstiges gefunden. Um das auch lange Zeit nutzen zu können, müsst ihr natürlich ein bisschen aufpassen. Da wird jetzt nicht die monströse Riesenbeschichtung drauf sein. Das heißt, ein bisschen gucken, aber für den Preis ist das schon heftig, was die hier auf dem Markt geschissen haben. Echt super. Es ist sehr sinnvoll, hier auch auf eine Blechspüle zu gehen, für Anfänger, für günstige Küchen. Warum? Weil andere Materialien wie Silgranit, Porzellan oder auch Edelstahl von hochpreisigen Segmenten sind sehr teuer. Das heißt, hier haben wir wirklich an der richtigen Stelle gespart, weil sonst kostet so eine Spüle eigentlich 10-mal so viel. Ne? Und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.